Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute haben wir einen Rollbraten von Iberico-Schwein, gefüllt mit Champignons. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt einfach dran. Ja, fangen wir an. Was brauchen wir heute für unseren Iberico-Rollbraten? Hier habe ich 400 Gramm Champignons, weiß und braun, aber ist egal, welche ihr nehmt, weiß oder braun, das macht nicht wirklich viel Unterschied. Etwas Olivenöl, Pfeffer, drei Zwiebeln, etwas Knoblauch, Rosmarin und Thymian. Dann nehme ich hier Gewürzsalz, mediterranes Gewürzsalz, da ist Paprika, Salz, Pfeffer. Drin könnt ihr auch einfach Salz, Pfeffer, Paprika nehmen. Und dann natürlich den Iberico-Nacken. In diesem Fall 1,7 Kilo schwer. Mal gespannt, wie der schmecken wird. Der ist auf jeden Fall um einiges fetter als normales Schweinenacken. Fühlt sich ja auch etwas anders an, fester. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Als allererstes schneiden wir aber die Pilze. Dann werden wir nicht marinieren, einfach würzen wird reichen. Die Pilze und die Zwiebeln, dann braten wir die an für die Füllung und dann rollen wir den Braten und spießen den auf und grillen den einfach. Ja, fangen wir an. Die Zwiebeln schneiden wir einfach in feine Würfel. Das gleiche mache ich auch mit den Champignons. Den Knoblauch hacke ich auch fein mit den Kräutern. Die kommen mit den Zwiebeln zusammen in eine Schüssel. Und die Pilze, die schneide ich in Scheiben. Und dann schneide ich die Streifen, dann Würfel. Wenn das zu viel Arbeit ist, kann die auch einfach halbieren und dann runterschneiden. Aber ich mache jetzt mir die Arbeit und schneide etwas feiner. Dann braten wir die an. Und dann können wir das, den Braten besser füllen. Also ich mache das jetzt, dauert eine Weile. Und wenn ich das habe, dann schwitzen wir die Pilze an und füllen den Braten. Ja, in der Pfanne haben wir schon unser Öl, das ist jetzt langsam schon heiß. Und jetzt geben wir unsere Champignons hinzu und rühren da gar nicht um. Oben drauf kommen die Zwiebeln, die lassen wir erstmal etwas anbraten. Kommen die Zwiebeln, aber schon mal würzen von oben, also Salz und Pfeffer. So. Das müsste reichen. Ja, so sehen jetzt unsere Pilze aus. Ist gar nicht mehr so viel gewesen wie vorhin. Alles zusammengefallen. Und jetzt müssen wir unseren Braten schneiden, damit wir den auch rollen können. Und das ist eigentlich ganz einfach. Erstmal im oberen Drittel einen Schnitt machen, aber dabei aufpassen, dass wir den nicht nach hinten komplett durchschneiden. Und ja, man sieht, wie fettig das Fleisch ist. Also ganz schöne Marmorierung. Also sollte der Braten auch mega saftig werden. Bin schon sehr gespannt. Ja. Ein bisschen geht noch, wie gesagt. Dann einmal drehen und ungefähr bei der Hälfte den anderen Schnitt setzen. Wie gesagt, ist um einiges fester als so normaler Schweinenacken, aber ich hätte den vielleicht draußen stehen lassen, dann wäre das etwas geschmeidiger, wenn das Fett wärmer geworden wäre. Aber es geht auch so. So sieht das aus, ein bisschen noch, ja, bisschen weggerutscht. Jetzt werde ich das ein bisschen noch glatt klopfen. Nehme meine Vakuumierbeutel, dann lege ich sie drauf und dann einfach klopfen.
Ja, das ist jetzt auf jeden Fall etwas flacher geworden. Es soll jetzt nicht wie ein Schnitzel geklopft werden, aber so ist es schon gut. Ich habe es jetzt einmal gedreht. Und jetzt würzen wir die Oberseite wieder später sein. Oder die Seite, die außen ist. Einfach mit Pfeffer und Salz. Kein Öl, nichts, weil ja, das Fleisch ist schon fettig genug. Ja, und Salz natürlich das Ganze. Pilze sind auch würzig. Von innen würde ich vielleicht nicht so, obwohl das wird auch innen sein, nicht so stark würzen. Jetzt drehen wir das Ganze. Ja. Man sieht schon an der Folie, wie viel Fett das hat. Einfach erstmal drauf auskippen. Jetzt ein bisschen verteilen. So, unten lassen wir ein Stück frei, damit das nicht später oder gleich beim Rollen rausfällt, dass wir sowieso etwas rausfallen. Deswegen an den Seiten etwas innen bleiben, weil beim Rollen wird das sowieso nach außen gedrückt. Ja, und jetzt rollen wir einfach das Ganze auf. Dafür nehme ich immer die Folie. Erstmal besser zum Rollen und zweitens das Holzbrett wird nicht zu stark dreckig später. Zum sauber machen. Und jetzt brauche ich meine Spieße. So, hier habe ich ein paar Metallspieße, die nehme ich gerne bei solchen Geschichten oder ihr nehmt normale Spieße, um das Fleisch zu fixieren, damit wir das gleich binden können und das nicht ständig irgendwie auseinanderrollt. Deswegen ein paar Spieße nehmen und das eingerollte Fleisch einfach damit fixieren. Man kann die auch später drin lassen und später rausholen, dann bleibt das noch etwas stabiler, das Ganze. So, wie gesagt, an den Seiten kommt schon etwas Füllung raus, aber das ist normal. Jetzt brauchen wir unseren Küchengarn. Das habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt, wie man so einen Braten bindet. Reinjagen. Erstmal hier eine Schlaufe machen, dann festbinden. So. Und wie ich gesagt habe, an der Seite kommen Pilze jetzt raus, aber jetzt schließen wir das Ganze hier. Und jetzt immer von unten durchgehen, durchziehen. Und festziehen. Ja, so sieht unser Rollbraten gerollt aus oder eher gesagt gebunden aus. Ich bin schon dabei, den zu aufzuspießen und festzumachen. Das habe ich schon öfters gezeigt. Das ist nicht die Kunst. Und ja, so dick ist er gar nicht geworden. Schöne Größe, wird nicht zu lange dauern, denke ich mal. 1,5 bis 2 Stunden bei langsamer Hitze, also auf dem Grill damit. Ja, so schaut es aus. Der Braten dreht sich unten wie immer eine Auffangschale gefüllt mit Flüssigkeit, Wasser. In dem Fall habe ich Weißwein, ein paar Kräuter rein. Alle Brenner sind auf Minimum. Wir machen den Deckel jetzt zu und lassen das, bis wir die gewünschte Temperatur innen drin haben. Ich werde das zwischendurch mal nachmessen, aber wir warten jetzt so lange, also Deckel zu. Ja, so sieht der Braten nach 1 Stunde aus. Ich habe mal nachgemessen, der hat jetzt knapp über 50 Grad, also der braucht auf jeden Fall noch
eine Zeit. Aber ich bin guter Dinger, das ist was wert. Also Decke zu und nochmal mindestens halb. Ja, nach fast 2 Stunden sieht unser Braten so aus. Gar nicht mal so schlecht. Und ja, jetzt schneiden wir den ja, mittig auf. Ja, hier sind noch Spieße drin. Und schaut euch den mal an. Sieht sehr saftig aus. Pilze sind auch da, wo die hingehören. Der hat jetzt 70 Grad. Über 70, 76 Grad. Also Dusche ist er auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir den mal. Ach, die Pilzfüllung sieht schon mal gut aus. Erstmal ein Stück Fleisch. Sehr fettig. Aber sehr, 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 sehr zart. Es ist nicht gelogen. Ja, sehr lecker. Es hat auf jeden Fall guten Geschmack. Natürlich besser als so ein normaler Schweinerücken. Leicht nussig. Und ja, so einfach geht's. Schmecken tut es auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.